Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge. LS. Nee. ATS. Lol. Wir fahren heute Mörtel in der USA wieder. Wir fahren wieder ATS, nicht ETS. Aber wir können gerne mal wieder ETS fahren. Wie gesagt, das spricht gar nichts dagegen. Und deswegen. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall spielen wir jetzt hier ATS und fahren Mörtel durch die Gegend von Roswell nach Hobbs. Mit dem Freightliner sind wir tatsächlich auch schon länger nicht mehr gefahren, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir gehen mal mit dem. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zurück. Und noch ein bisschen hoch. Zwar haben wir, also wir haben einen normalen Kofferauflieger. Ne, so normal ist der gar nicht. Der hat so komische Achsverteilung tatsächlich. Sieht ein bisschen komisch aus. Naja, egal, wenn wir schon drüber hinwegkommen. Ist ja ebenfalls wieder das erste Mal, dass ich den ATS mit dem neuen Bildschirm spiele. Ich hoffe, dass da alles fehlerfrei funktioniert. Aber es sollte eigentlich schon. Ich sehe das bei mir auf dem Bildschirm kein Problem. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Das sehe ich ja dann auch erst, wenn ich es hochlade. Ja. Gar nicht so lange Tour, aber eine schöne Tour zum Freitag. Ich glaube, dass Freitag ist, ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass erst Dienstag ist. Ich sollte immer aufhören. Oh, geiler Platz da hinten. Ich sollte aufhören, irgendwelche Wochentage in den Videos zu sagen, wenn es dann eh in irgendeinem anderen Tag kommt. Der Auflieger ist schon lang. Der ist schon echt lang, ne? Finde ich. Aber es ist cool. Wir sind ewig nicht mehr, glaube ich, so normalen Auflieger gefahren, kann das sein? Immer entweder Holz oder Schwerlast oder Tieflander oder irgendwie. Oh shit. Da habe ich mal wieder die Schnauze unterschätzt von unserem LKW hier. Freightliner, Alter. Sind wir den überhaupt schon mal gefahren? Könnte ich mir jetzt gar nicht daran erinnern, dass wir überhaupt schon mal Freightliner gefahren sind. Aber kann schon sein. Also wir sind ja eigentlich alle mal durchgefahren. Also kann es schon sein, dass wir Freightliner hoppla, auch gefahren sind. Übrigens, heute nehme ich mal wieder ein paar Reactions auf. Also kann sein, dass spätestens nächste Woche eine Reaction kommt. Ja, morgen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Freitag ist, okay? Falls nicht, dann ist es halt so. Aber ich versuche es nicht zu vergessen, dass ich den ATS Freitag machen wollte. Morgen kommt ein Special-Video und am Sonntag kommt meine Setup-Vorstellung, wo ich euch mal mein Setup Roundabout zeige. Also jetzt ohne groß ins Detail zu gehen, mit was wo drin steckt, aber einfach nur mal, wie es aufgebaut ist, was da ist, ob sich noch was ändert und so weiter und so fort. Ja. Das ist eigentlich so der Plan von dem Video. Und ja. Dann wollten wir eigentlich auch mal so ein Video machen, wo wir mal durchgehen, welche Lego-Sets ich jetzt noch in nächster Zeit vielleicht mal anschaffen werde. Da hatte ich aber heute einen Geistesblitz und habe mir gedacht, dass ich mal wieder irgendwas über Sifu machen könnte. Deswegen struggle ich das noch ein bisschen. Aber schauen wir mal, wie es kommt.
können gleich hier fahren, wir müssen an der nächsten E abbiegen. Huch. Noch ein Freightliner. War erstmal hier kurz mal nach einem Schatz gesucht. Ja, schauen wir weiter. Wow. Oh. 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 Der zieht wegen mehr, Alter. Sind wir wegen schwerer, oder was? Das ist ein ganzes Stück schwerer, so wie es ausschaut. Zweimal dieselben LKWs und... Müssen wir eigentlich da vorne schon abladen oder biegen wir jetzt einfach einfach so aus Spaß ab? Hoppla. Huch, er ist schon grün. Bald wird bestimmt auch Zeit, dass wir uns hier mal einen eigenen LKW kaufen. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Wir werden mal in den nächsten Fahrten hier, wenn wir fahren, und auch wenn ich mal wieder privat fahre, was zwar in letzter Zeit nicht so oft vorkommt, aber wenn es mal wieder vorkommt, dass ich mal nach Händlern schaue, dass wir die alle aufdecken, dass wir von jedem einen haben, dann können wir uns nämlich mal ganz gediegen einen LKW unserer Wahl kaufen, bevorzugt einen Mac, aber müssen wir mal schauen, was preistechnisch so möglich ist. Bisschen aufpimpen wollen wir ja auch noch. Bisschen Achtercam hier spielen. Gut, das reicht dann aber auch. Wenn er mal auf Touren ist, der Freightliner, da zieht er gewaltig. Dann ist er unterwegs auf jeden Fall. Aber bis er mal da ist, dauert es halt ein bisschen. Und dann kann man halt nichts machen. Ne? Hoppla. Ich habe richtig Bock auf Reactions. Ich glaube, ich mache, bevor ich mein Setup aufnehme und so weiter und so fort, nehme ich erstmal ein paar Reactions auf. Da habe ich echt jetzt gerade Bock drauf. Ich muss eh mal gucken, was noch so in der Watch Later Liste drin ist. Ich habe echt schon, die letzte Reaction war schon ein bisschen länger her tatsächlich. Schauen wir einmal. Hier die ganzen Ölbohrgeräte hier. Schick schön, ne? Aber hier ist schon geil. Hier würde ich gerne einfach mal quer durchlatschen. Hätte ich schon Bock. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hätte da so Bock drauf. Oder mit so einem Buggy oder ATV da einfach mal durchballern. Hätte ich schon echt Bock drauf. Ne, den Berg hat er wieder wegen Schwierigkeiten, der Kollege. Hier ist ein fetter Flughafen und da vorne seht ihr den auch, ja, ne? Die Halle und da sind schon diese Flügel, da sieht man ein bisschen. Fliegt auch gerade ein Flugzeug los.
Jetzt erwartet der Kunde ja auch noch die Fracht pünktlich. Ja, wir sind ja eh gleich da, ne? Boah, hier ist voll der fette Flughafen. Wir sollen jetzt hier auf den Highway hier einbiegen. Schau, ist das geil oder ist das geil? So, einfach mal sowas zu entdecken, einfach am Flughafen. So, jetzt sind wir aber auch gleich da tatsächlich. Das heißt, das soll jetzt hier mal kein Affen der da machen, der Kunde, weil wir sind ja so gut wie schon da. Erster Aufenthalt in Hops. Du wirst Hops genommen. Nicht lustig, ja, ich weiß. Was bremst denn der so? Schalt doch die Ampel auf grün, die warten doch hier eh. Wegen dem Zug. Ah, jetzt ist grün, Lohe. Hinten ist schon die Einfahrt. Kommen wir da hinten rum? Jawohl. Dann fahren wir schnell in die Halle rein. Der soll jetzt da nicht so rumheulen, der Kollege hier. Und jetzt rammen wir erstmal hin. Heute haben wir so viele Unfälle gebaut wie noch nie, Alter. Das wird eh nichts, oder? Oh doch. Da steht er schon und guckt dumm. Gut, abgeliefert, Freunde. Ausgezeichnet, waren auch pünktlich noch, auch wenn er ein bisschen Stress gemacht hat, aber ist ja kein Ding. Pünktlich waren wir ja trotzdem noch. Ja, das war's eigentlich auch schon. Wenn es euch gefallen hat, like, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal.